Seit Anfang Mai wird in der Techstraße in Aidbach gegraben. Das ist natürlich nichts Neues, denn dort entsteht das Neubaugebiet Losburg auf einem Gelände von 40.000 Quadratmetern. Die aktuellen Grabungen haben aber einen ganz anderen Hintergrund. Es sollen wertvolle Schätze wie die Merowingergräber geborgen werden. Aidbachs Bürgermeister Wolfgang Benignus erzählt uns etwas über das Baugebiet. Ja, wir möchten hier ein Wohnbaugebiet erschließen mit knapp 40.000 Quadratmetern. Wir haben einen bunten Mix von Einzel-, Doppelreihenhäuser- und auch Geschosswohnungsbau. Und wir haben im Flächennutzungsplan bereits festgestellt, dass es hier eine Verdachtsfläche auf Merowingergräber gibt und haben deshalb bereits im Vorjahr eine Prospektionsgrabung machen lassen, um zu zeigen, um zu suchen, ob da etwas dran ist oder nicht. Merowingergräber wurden keine gefunden, aber es wurden Funde aus der späten Bronzezeit gefunden. Und insoweit war es natürlich klar, dass wir uns sehr schnell mit dem Landesdenkmalamt in Verbindung setzen, wie wir diese ganzen Dinge abwickeln, um sich gegenseitig nicht ins Gehege zu kommen. Durch das, dass wir uns abgestimmt haben, gibt es eigentlich keine zeitliche Verzögerung. Wir wollen nach den Sommerferien mit unseren Erschließungsarbeiten beginnen, mit Wasser, Abwasser, Straßen, Gehwege, Parkflächen etc. Und das Landesdenkmalamt hat im Mai, am 2. Mai begonnen mit der Grabung und wird jetzt in drei Abschnitten dieses durchführen. Und wenn die in dem ersten Bereich fertig sind, dann können wir bauen, sodass es also zu keinen Überlagerungen oder Verzögerungen kommt. Ein Spezialistenteam aus 6 Archäologen gräbt nun seit Monaten Stück für Stück und sehr vorsichtig nach den Gräbern. Bis jetzt wurden aber nur Stücke aus der Bronzezeit gefunden. Genaueres zu den Grabungen erklärte uns Dr. Jörg Bofinger vom Landesamt für Denkmalpflege. Es laufen im Moment seit Anfang Mai Ausgrabungen im Bereich eines spätbronzezeitlichen Siedlungsareals, auf das wir bei den Prospektionsmaßnahmen im letzten August, also vor knapp einem Jahr, gestoßen sind. Späte Bronzezeit, das heißt, wir befinden uns ungefähr in der Zeit um 1000 vor Christus. Wir können die Siedlung zeitlich aufgrund des Fundmaterials, das wir bisher geborgen haben, chronologisch einigermaßen gesichert einordnen. Wir haben typische Keramikfragmente, die uns die Zeit anzeigen. Das hängt davon ab, wir haben einige bekannte spätbronzezeitliche Siedlungsareale, jedoch meistens haben wir nur Läsefunde und wir wissen relativ wenig über die interne Struktur einer solchen Siedlung, weil uns tatsächlich flächige Ausgrabungen fehlen und insofern erhoffen wir uns hier auch Einblicke in die Anlage, in die Struktur einer solchen spätbronzezeitlichen Siedlung. Mit einem großen Bagger werden erst die oberen Schichten abgetragen, dann wird das Gelände sauber gemacht, sodass es eben ist. Das Gelände wird geprüft, ob Stellen ausgemacht werden können, an denen es Stücke zu finden gibt. Mit einem kleineren Bagger werden dann an möglichen Fundstellen Grabungen gemacht. Bei Funden dokumentieren die Spezialisten alles fein säuberlich. Dafür kommt auch eine Drohne zum Einsatz. Sobald die Grabungen abgeschlossen sind, kann die Gemeinde mit den Arbeiten beginnen.